Ich begrüße Sie, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle Anwenderinnen und Anwender von AgilCare, die heute Abend sich die Zeit nehmen und am Workshop teilnehmen. Sie wissen ja, jeden Montag gibt es das. Ich begrüße insbesondere heute die vielen neuen Teilnehmer, die Anwender, die gerade beginnen mit AgilCare. Und ich unterlasse also auch nicht, alle herzlich zu grüßen, die jetzt beim Live-Seminar nicht dabei sind und die sich dann die Aufzeichnung ansehen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren. Ja, heute ist es ja endlich wieder mal ein wirklich Live-AgilCare. Und ich sehe schon, wie Sie sich zugeschaltet haben aus nah und fern. Ich bringe das gar nicht fertig, Sie hier einzeln zu begrüßen. Ich freue mich aber riesig darüber, dass Sie in so großer Zahl hier teilnehmen an dem schönen Abend, zumindest wo wir uns befinden, wunderschönen Abend. Denn wir sind wieder zurück aus unserem Urlaub aus Ungarn und deshalb kann es auch live heute geschehen. Was haben wir vorbereitet? Zunächst erst einmal möchte ich wieder einmal ein bisschen abweichend von den letzten Seminaren zur Motivation Ihnen ein mir immer sehr nahegehendes Video vorstellen, nämlich das Video, was zeigen soll, welche Möglichkeiten wir doch haben, beziehungsweise durch einzelne Einwirkungen auf unsere Lebensweise, Gestaltung unserer Lebensweise. Und dazu gehört auch, wie wir mit Parasiten umgehen, wie wir schädliche Parasiten dezimieren, eliminieren. Darauf gehe ich heute noch ganz praktisch ein, selbstverständlich. Das ist ja unser Thema. Aber ich möchte das auch einmal aus der Sicht des gesunden Lebens hier darstellen. Und deshalb das Video, was einige von Ihnen schon kennen. Bitte genießen Sie es. Mir geht es immer sehr nahe und zeigt nämlich die Möglichkeiten, die wir haben und wie die ganze Sache ausgehen kann. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben es auch sehen und hören können, dieses Video. Und es zeigt doch für mich immer wieder deutlich, dass wir es doch zu einem wesentlich großen Teil in der Hand haben, nämlich nicht rechts zu der Bevölkerungsgruppe zu gehören. Das sind 99% in den industrialisierten Ländern, die nämlich nicht an Altersschwäche, sondern nach dahin siechen, nämlich sterben. Und ich wünsche mir, dass wir unter anderem auch mit AgilCare dazu kommen, zu der linken Seite des Videos zu gehören, nämlich ein gesundes Leben zu führen und letztendlich dann doch nur verdient an Altersschwäche zu sterben und nicht, wie es rechts der Fall ist. So, das zur Einstimmung. Und was habe ich vorbereitet an Slides? Das blende ich jetzt ein. Ja, wichtiger Hinweis, wie immer. Also diejenigen, die heute beim ersten Mal dabei sind, können sich darauf vorbereiten. Das werden Sie sich immer anhören müssen. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose- oder Therapieanweisungen zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. So, das haben wir geschafft. Ja, heute habe ich auf besonderen Wunsch
noch einmal ein bisschen, ich sage Ihnen schon aus einer anderen Sicht, auch ein bisschen detaillierter, möchte ich die Aufgabe erfüllen, weil es eben besonders wieder an mich herangetragen wurde, zu erklären, worauf müssen wir denn bei Agilcare achten oder wie funktioniert denn das und so weiter. Die Körperpflege Agilcare auf der Basis der Dr. Reif Methode vorstellen. Es geht darum, wie das entsteht aus der Minderversorgung von Sauerstoff für die Zelle, mit, also Minderversorgung der Zelle mit Sauerstoff, was dann wird aus der alkoholischen Gärung, wie das mit den Parasiten ist und wie wir hier aus der Dysbalance herauskommen können und dass eben jedes Verhältnis genaue Parasitensignaturen hat, das heißt Frequenzmuster, und dass wir diese Parasiten ohne Attacke zerstören können. Und dass wir darauf hoffen können, dass wenn sich wieder neue Zellen in diesem, sagen wir, jungfräulichen Bereich erstellen, dass wir dann dort ohne die Parasiten wieder neue Zellen haben, die leistungsfähig sind und die dann die Energie zum Beispiel über ATP oder die Mitochondrien bringen können. Ja, das möchte ich einkleiden in die erste, für mich, muss ich ehrlich sagen, wichtige Frage. Und ich hoffe, Sie sind auch daran interessiert, was denkt sich ein Physiker, was denkt sich ein Naturwissenschaftler für eine Antwort aus zu dem, was ist Leben? Und das beschäftigt mich, oder beschäftigte mich schon sehr, sehr lange. Und ich bin dort darauf gekommen, was ein Nobelpreisträger dazu gesagt hat. Und ich möchte hier auch ganz kurz einbinden, welche Verbindung es zu elektromagnetischen Feldern gibt. Also wir haben ja elektromagnetische Felder bei Agilcare, damit Sie den Hintergrund auch sehen, was das für das Leben bedeutet. Und wenn Elektronen, wenn wir lernen, dass Leben bedeutet, wo erhalten wir diese her und welche Möglichkeiten haben wir zur Optimierung des Elektronenflusses? Wenn der Elektronenfluss so bedeutend ist, dann ist es doch auch wichtig, wenn der so bedeutend ist für das Leben, ist es doch auch wichtig, wie wir zu wissen, wie wir den optimieren können. Ja, bei Krankheiten wissen wir eine ganze Menge. Wenn wir sagen Leben ohne Krankheit, bei Krankheiten, da unterteilen wir die in Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Infektionen, in Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat. Das ist die Hauptaufgabe, mit der wir uns beschäftigen. Warum? Weil das die häufigsten Erkrankungen sind. Und auf der linken Seite bei Leben, also bei Krankheit haben wir so schon eine Vorstellung, da möchte ich gar nicht so weiter drauf eingehen, aber bei Leben haben wir ein Fragezeichen. Und dieses Fragezeichen wird aufgelöst, wenn wir den Ausführungen des Nobelpreisträgers Albert St. Gyurcsi uns anhören, was er dazu sagt, und das möchte ich gern vorlesen. Leben ist der Elektronenaustausch zwischen Molekülen. Ist der Austausch rege, so bezeichnen wir es als gesundes Leben. Bei Verringerung des Elektronenaustauschs haben wir Erkrankung. Kommt der Elektronenaustausch zum Stillstand, so ist es das Kennzeichen für Tod. Also der Elektronenaustausch scheint die wichtige Rolle zu spielen, sonst hätte sich der fantastische St. Gyurcsi nicht so dazu geäußert. Ja, Moleküle sind sozusagen irgendwelche Stoffe. Was weiß ich, zum Beispiel H2O ist ein Molekül und das, was wir in unseren Körpern und Bestandteilen haben, das, was wir anfassen können, was wir unter dem Mikroskop sehen können, das sind alles Moleküle. Und der Elektronenaustausch geschieht also, indem elektronisch negativ geladene Teilchen, das sind die Elektronen, wenn die sozusagen zwischen den Molekülen hin und her wandern. Sie können an den Pfeilen vielleicht erkennen, dass die hin und her gehen. Wir müssen es also mit nicht einem Gleichstrom von Elektronen zu tun haben, sondern es scheint ein Wechselstrom zu sein. Ja, der Stromfluss heißt also, wir haben Ladungsträgertransport und Ladungsträgertransport haben wir gerade bei Gyurcsi gelernt. Das ergibt einen Strom. Also haben wir in unserem Körper zwischen den Molekülen einen Strom. Und das erinnert uns jetzt schon ganz dicht an unsere Arbeit mit Agilcare. Denn dort halten wir Elektroden in der Hand und dort kommt es zum Stromfluss, den wir zeitweise auch spüren. Und wenn wir irgendwo einen Elektronenfluss haben, das sehen wir rechts hier im Bild zwischen den beiden Molekülen, fließen Elektronen hin und her, dann gibt es immer mit so einer Regel, Sie sehen das hier links mit der Hand, auch einen Magnetismus. Wir haben also überall dort, wo sich Elektronen bewegen, ein magnetisches Feld. Und ich kann auch jetzt schon verraten, ohne da Sie zu überfordern, dort wo wir ein magnetisches Feld haben, was sich ändert,
dort gibt es auch einen Elektronenfluss. Also Stromfluss gibt es immer im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern und wir haben es hier mit wechselnden Feldern zu tun. Wir haben also das Elektrofeld, die Elektronen fließen, wir haben das magnetische Feld, wir haben eine um die Stromrichtung. Sie sehen das hier in dem Bild, wir haben eine Stromrichtung durch eine Leitung, haben wir dort ein gerichtetes elektromagnetisches Feld und hier sind nochmal das elektromagnetische Feld oder das magnetische Feld als Feldlinien dargestellt. So, überall, also dort, wenn wir das wissen, wo wir Ladungsträger hin und her bewegen, dann gibt es einen Stromfluss hin und her, gibt es also auch ein magnetisches Feld hin und her und nach Georgi ist das Leben. Und wenn wir einen vermehrten Elektronenfluss haben, dann haben wir ein besseres, gesünderes Leben. Und wenn wir ein verringertes haben, Krankheit, und wenn der Elektronenfluss abbricht, bricht natürlich auch das Magnetfeld ab, dann haben wir Tod. Dann ist das Leben zu Ende. Ja, und nun zurück zu unserer Darstellung. Was machen wir bei der Körperpflege mit der Agile Care auf der Basis der Dr. Rife Methode? Haben wir Minderversorgung der Zellen mit Sauerstoff, dann haben wir nicht mehr die Möglichkeit, über die Mitochondrien Energie zu bilden. Die Mitochondrien sind ja unser Energiekraftwerk in den Zellen. Der dort entstehende Stoff, die Energie, können wir auch bezeichnen als ATP. Das ist also nicht mehr möglich, wenn wir zu wenig oder keinen Sauerstoff für die Zelle vorfinden. Und es gibt ja viele Möglichkeiten, dass die Zellen zu wenig oder keinen Sauerstoff bekommen. Ersatzweise hilft sich dabei, um zu überleben, die Zelle, indem sie in der Zelle eine ganz andere Form der Energiegewinnung wählt, als Notfall sozusagen, als Ausweg, nämlich die alkoholische Gärung. Und wir können das ruhig als Ersatzstoffwechsel bezeichnen und viele Wissenschaftler bezeichnen das auch als Krebsstoffwechsel, weil wenn das dann weiter gesteigert ist, wir dann dort Krebs vorfinden, wenn wir nichts dagegen tun, beziehungsweise die Biologie nichts dagegen tut. Haben wir eine alkoholische Gärung, dann verändert sich dort der pH-Wert. Wir haben dort mehr saures Milieu. Im sauren Milieu haben wir dort viel mehr als unter normalen Bedingungen Parasiten. Die Parasiten kommen also in Disbalancen und die Parasiten beherrschen dort die Situation in und um die Zellen herum. Und wenn ich von Parasiten rede, dann meine ich Bakterien, Viren, Pilze, Würmer und Einzeller. Und die beherrschen das und bilden eine Symbiose, also eine Einheit zur Erkrankung. Nämlich, es gibt überhaupt keine Erkrankung, die nicht mit Minderversorgung der Zellen mit Sauerstoff verbunden ist. Wenn man das begriffen hat, hat man eigentlich das Wichtigste schon verstanden, dass dort Parasiten die Führung übernommen haben und an der Stabilität der Erkrankung bzw. an der Etablierung und weiteren Ausdehnung der Erkrankung interessiert sind, denn das ist die Existenzbedingung der Parasiten. Nun hat der Dr. Rife herausbekommen, dass eine ganz bestimmte Signatur für bestimmte Parasitenzusammenstellungen vorliegt. Und diese Signatur wird umgesetzt über elektromagnetische Felder, über unsere Frequenzmuster, die wir einleiten mit Agile Care. Und in diesem Milieu schaffen wir es, die Parasiten zu eliminieren, ohne sie zu attackieren. Formen der Attacke gegen Parasiten kennen Sie. Die kennen Sie längst. Das sind die Antibiotika. Was machen Parasiten dann? Die Parasiten, die von den Antibiotika attackiert werden, sind ja die Bakterien. Und Bakterien sind sehr, sehr gut organisiert und sie bilden einfach ganz andere Formen, um nicht mehr erkannt zu werden. Sie mutieren, sagen wir, zu Formen, die dann von den Antibiotika nicht mehr erkannt werden können. Das Schlimme dabei ist nicht nur, dass diese Resistenzen sich einstellen gegenüber den Antibiotika, sondern auch gegenüber unserem Immunsystem. Das ist also auch etwas, was wir zum Glück mit Agile Care, mit der Methode nach Dr. Rife, nicht haben. Denn im wahrsten Sinne des Wortes, und das kann ich mit allem Zynismus sagen, machen wir das Leben den Bakterien und den Parasiten so schön, das sage ich mit allem Zynismus, dass sie nach wenigen Sekunden daran sterben, wenn sie von den Frequenzmustern getroffen werden.
So, die Parasiten ziehen sich zurück, sie werden zerstört, sie werden eliminiert, sie werden dezimiert und daraus ergibt sich ein völlig neues, eine neue Möglichkeit. Zellen sterben ab, das ist ja das Leben. Wir haben das Wort, das, was dazu gehört zum Zelltod, ist die Apoptose. Und wenn diese einsetzt, gibt es neue Zellen und die neuen Zellen finden dann dort ein bereinigtes Milieu vor, ohne diese Parasiten in Dysbalance, und wir finden dort mit den neuen Zellen dann eine Situation vor, dass wir keine Baustelle, ich möchte auch mal sagen, keine Krankheit mehr dort haben. Ja, und mit Aglycaea haben wir die wohl auf der Welt größte Frequenzmustersammlung, also viele, viele Möglichkeiten, und somit können wir unsere Wirkung auf die Bakterien, auf die Viren, auf die Würmer, auf die Pilze, auf die Einzeller bringen, ohne Attacke, mit diesen Vorteilen, die ich nannte, denn dann gibt es keine Resistenzen, die wir dann nicht mehr beherrschen, so wie das zum Beispiel bei den Antibiotika der Fall wäre. Ja, jetzt müssen wir aber Randbedingungen erfüllen, damit das alles funktioniert. Also denken wir noch einmal rein, unsere Hauptaufgabe ist es, Parasiten in Dysbalance zu eliminieren, zu dezimieren. Und dazu müssen wir natürlich erst einmal die richtigen Frequenzmuster heraussuchen. Da wissen Sie, hilft uns die Software, da hilft uns auch das Probieren, das Testen. Und dann, wenn wir ein falsches Frequenzmuster, ein sogenanntes falsches Frequenzmuster einsetzen, gibt es ja kein Problem. Also müssen aber doch die elektromagnetische Energie mit den zugehörigen Frequenzmustern dorthin kommen, wo die Parasiten sich befinden. Wir müssen also eine Weiterleitung der Energie von den Händen, von den Elektroden, erst einmal über die Haut, über die Hände, über die Unterarme, über die Oberarme, Schulter, Körper dorthin bringen, wo die Parasiten gerade sind. Und dazu brauchen wir, zumindest bezogen auf das menschliche Gewebe, eine gute Leitfähigkeit des menschlichen Gewebes, damit die elektromagnetische Energie gut weitergeleitet werden kann. Also Elektronenfluss mit angehängter, sich verändernden Magnetfeld ist wichtig. Und deshalb wird dort von mir empfohlen, Elektrolyte einzusetzen. Die kann man als Trunk zu sich nehmen, um die Elektrolyte im Körper zu verbessern. Ich will das nochmal exakt sagen. Ich empfehle einen Trunk, der die Elektrolyte in den Zellen verbessert, in den menschlichen Zellen. Rezept dazu finden Sie auf der eingeblendeten Seite ulrich-mtc.de/download. Das finden Sie dort, und das ist wichtig, insbesondere um die Weiterleitung der Energie bei Erwachsenen fortzuführen und zu verbessern, zu optimieren, um ja am Ende dann die Parasiten zu erreichen, zu erweichen und zu eliminieren. Bei Kindern oder Jugendlichen bis zum Alter von 19 Jahren oder 20 Jahren haben wir es noch nicht gesehen, dass das notwendig ist. Auch bei Erwachsenen ist es fast bei jedem notwendig, die Elektrolyte zu verbessern. Deshalb der Trunk 20 bis 30 Minuten vorher. Ich möchte gleich voraussagen, Elektrolyte verbessern wir nicht mit Zeolit, sondern mit diesem Trunk. Oder auf den Zeolit komme ich noch zu sprechen. Das wird leider ab und zu mal verwechselt. Die weitere Randbedingung ist, wir müssen Resonanzen für die Energieübertragung haben. Ja, warum brauchen wir Resonanzen? Ja, die Energie wird übertragen unter Resonanzbedingungen. Das heißt, das, was ich treffen will mit der Energie, das muss gleich schwingen mit dem, woher die Energie kommt. Und wir wissen das bestimmt noch aus der Schule, dass aus dem Physikunterricht zum Beispiel, wenn eine Kompanie im Gleichschritt über eine Brücke läuft, dann kann sie diese Brücke zum Einsturz bringen, weil der Gleichschritt zur Resonanz der Frequenzen kommen kann, die dann zwischen den schreitenden, im Gleichschritt schreitenden Menschen und der Konstruktion der Brücke besteht. Und Sie können mir glauben, man kann sogar mit einer Kompanie, die im Gleichschritt läuft, ganz starke und gut gebaute Brücken zum Einsturz bringen durch die Resonanz. Für Sie, Sie sollten wissen, dass es wichtig ist, Resonanzbedingungen zu erzeugen. Und wir haben die Frequenzen, die Frequenzmuster, genau zugeordnet zu den Resonanzen der abgezielten Parasiten. Deshalb ist das so. Die Energieübertragung sollte optimal sein und die Leitungswege zu denselben Parasiten sollten gefunden werden. Und nehmen wir einmal an, dass wir die Resonanz zum Beispiel gegen Parasiten, die sich im Kniegelenk eingefunden haben, nutzen wollen.
dann muss natürlich dort die Energie hinkommen. Ist zwischendurch auf dem Gebiet eine Parasitenansammlung zum Beispiel in der Schulter zu sehen, dann wandert ja die elektromagnetische Energie eingeleitet durch unsere Handelektroden über die Hände, über die Haut, Unterarme, wie ich schon sagte, dann erstmal zur Schulter und dort wird die Energie abgegriffen, weil die dortigen Parasiten das erst verbrauchen. Und somit kommt zielgerichtet im Knie leider nichts an. Wir können das Problem eventuell lösen, indem wir wiederholt die Anwendungen machen, bis wir die Parasiten in der Schulter aufgelöst haben. Aber wenn wir es eilig haben, dann empfehle ich, es mit Haftelektroden zu versuchen. Die Haftelektroden legen wir dann in dem Fall von mir beschriebenen Beispiel an dem betroffenen Knie an. Dann gibt es noch etwas, wenn wir die Energie übertragen wollen, Resonanz, dass wir in einigen Fällen Parasiten nicht treffen, weil sie sich verstecken. Und das tollste Beispiel für mich sind immer Chlamydia, Pneumonia, die in großer Art und Weise nicht nur für Lungenerkrankungen zuständig sind, sondern auch für Arthrose und Arthritis. Wir müssen diese auch erreichen. Und die erreichen wir zunächst erst einmal besser mit dem schon erwähnten Trunk, Elektrolyte. Aber wenn die sich verstecken, können wir nur wiederholen, bis wir die eben aus ihrem Versteck gelockt haben. Und dann werden sie auch vor Glück zerstört. Denn im Prinzip wollen sie ja dahin, wo die elektromagnetische Energie ist, weil sie ja selbst ihren Stoffwechsel erhöhen wollen. Und das ist ja verlockend für sie. Ja, die Resonanzen bei Bakterien sehen so aus, dass wir dort den Stoffwechsel erhöhen. Und wenn Bakterien mit ihren Signaturen getroffen werden, also mit den ihnen zugeordneten Frequenzmustern, dann zerplatzen sie vor Freude, sie überfressen sich und die Teile liegen dann bloß noch in unserem Gewebe vor, meistens im Lymphsystem oder in den Blutgefäßen, kommen dann ins Lymphsystem und müssen abgeleitet werden. Und ähnlich mit dem Stoffwechsel ist es bei den Pilzen und bei den Würmern und bei den Einzellern. Und bei den Viren ist es was anderes. Die Viren, die in und um die Zelle sich anlagern in Disbalance und in Stören, ich möchte mal Beispiel nennen, Epstein-Barr-Virus, die haben ja keinen Stoffwechsel. Wie passiert es dort? Viren haben ja im Prinzip, wenn man es genau nimmt, nur eine DNA. Also sie haben eine Anordnung ihrer Genstrukturen, mit der sie uns stören, mit der sie bei uns einen grippalen Infekt zum Beispiel erzeugen können, wenn unser Immunsystem bzw. Agilcare den nicht beseitigt. Und wir müssen also uns auf die DNA konzentrieren. Und in der DNA, die ich jetzt nicht anzeichnen möchte, die Sie aber auch im Schulunterricht kennen, da gibt es solche Stege von Eiweißverbindungen. Und unsere Frequenzen schaffen dann, wie bei einer Brücke, eine Resonanz zu dieser Leiter quasi. Und dann bricht die zusammen. Und die Viren können sich nicht mehr replizieren. Wir haben sozusagen den Sieg davongetragen, wenn wir eine Resonanz erreicht haben zwischen der Frequenz der eingeleiteten Energie und den Viren dort an der Stelle zu den mechanischen Abmaßen. Und es kommt regelrecht zur mechanischen Zerstörung. Die Randbedingungen, Ruhe für das Erreichen von Parasiten erwähne ich oft. Ich weiß aber, dass sie die nicht immer beachten. Von vielen weiß ich das. Und ich möchte hier noch einmal darauf verweisen, wie wichtig das ist. Wir haben ja vorhin gelernt, dass Stromfluss stattfindet, um Leben zu realisieren. Elektronenaustausch, Wechselstrom, können sich kaum vorstellen, wie aktiv unsere Moleküle sind mit dem Empfangen und mit dem Aussenden, wieder zurückgeben von Elektronen. Und da sind sie also voll beschäftigt. Jetzt kommen wir noch mit unserem Stromfluss und dann sind die meistens schon ausgelastet. Und die Bandbreite reicht gar nicht mehr, das weiterzuleiten. Es ist also wichtig, dass wir dort Bandbreite bekommen. Und die Bandbreite bekommen wir, wenn wir Ruhe haben, wenn wir nicht kommunizieren während der Anwendung, wenn wir ganz gelassen da sind, wenn nicht gleichzeitig ein Computerspiel gemacht wird, wenn nicht gleichzeitig telefoniert wird. Und deshalb bitte ich Sie darum, das in möglichster Ruhe zu machen, dass wenig Reize sind. Ich selbst, ich sage das immer wieder, und ich kann es Ihnen nur empfehlen, es auch so zu tun. Ich dunkle sogar den Raum ab, damit ich da noch weniger Reize habe und mehr Bandbreite für den Elektronenfluss besteht für Agilcare und das nicht abgelenkt wird. Ich möchte Sie erinnern zum Beispiel daran, wozu schlafen wir? Der Mensch muss schlafen, das gehört zum Leben dazu,
Denn beim Schlaf gibt es eine Erholung. Beim Schlaf regenerieren sich die Mitochondrien. Und ähnlich ist es hier beim Agile Care. Wir brauchen also eine bestimmte Ruhephase, wo das stattfinden kann, was uns das Leben verbessert. Beim Schlaf ist es die Regenerierung und beim Agile Care ist es die Weiterleitung und die Möglichkeit für die Zellen, das weiterzuleiten und letzten Endes auch die Parasiten dann zu erreichen und zu vernichten. Dann brauchen wir die Randbedingung, dass wir entgiften zur Beseitigung der freien Schadstoffe. Viren, Würmer, Pilze, in ganz starkem Maße auch Einzeller und Bakterien sammeln Schadstoffe auf. Die haben sie zunächst erst einmal gebunden und die Schadstoffe sind unter anderem sehr häufig auch Metalle, Schwermetalle sagen wir dazu in der Medizin, obwohl es häufig auch Aluminium ist, was ja nicht vom Chemiker als Schwermetall bezeichnet wird, aber wir sagen trotzdem Schwermetalle dazu. Und das Problem unserer Zeit ist, dass wir sowieso schon ganz stark mit Giften belastet werden. Ich meine, und die Wissenschaft bestätigt das immer wieder, dass wir uns vor diesen Giften und Schadstoffen, vor der Aufnahme eigentlich gar nicht komplett schützen können. Weil, und diese Zahl, die kann ich einfach nicht vergessen, auf unserem Planeten täglich circa 2 Kilogramm Schadstoffe pro Kopf, also pro Erdenbürger, ausgesandt werden. Und wir können dort nur eins, dass wir die hoffentlich wenigen Schadstoffe, die wir aufnehmen, dass wir die möglichst schnell ausleiten. Und so ist es auch mit den Schadstoffen, die frei werden durch die Anwendung von Agile Care. Deshalb ist es wichtig, dass wir diese Räuber von Elektronen, dass die Toxine, dass wir die herausbringen. Und was ist eigentlich die Folge von solchen Toxinen? Haben wir sie von außen aufgenommen? Haben wir sie über die Kleidung aufgenommen, über die Nahrung aufgenommen? Oder sind sie entstanden und treten sie verstärkt auf nach unserer Anwendung Agile Care? Die Folge ist oxidativer Stress für die Zellen. Das entstehen stille Entzündungen, woraus sich dann chronische Erkrankungen ergeben. Wiederum natürlich verbunden mit der Ansammlung von schädlichen Parasiten. Deshalb sollten wir unbedingt die Toxine ausleiten. Die Toxine sind nämlich auch Räuber von Elektronen. Und Sie haben ja vorhin gelernt, bei meiner wiedergegebenen Definition fürs Leben, Leben ist Elektronenaustausch. Und wenn wir diese Räuber nicht aus dem Körper rausbekommen, die uns die Elektronen klauen, und wenn wir nicht die Radikale, die auch wiederum Elektronen stehlen und nicht wieder hergeben, nicht ausgleichen können mit Antioxidantien. Glauben Sie mir, wir können das nicht, sondern wir müssen auch nicht, wir können das nicht ausreichen, müssen wir die Toxine aus dem Körper herausleiten. Und wir haben übrigens immer das Entstehen von Toxinen und immer das Entstehen von freien Radikalen, auch im normalen Leben, wenn wir ATP in der gesunden Zelle herstellen durch die Mitochondrien. Auch dort entstehen immer freie Radikale, das gehört zum Leben dazu. Aber die Toxine, die dazukommen durch unser Leben, durch unsere Lebensart und ich muss dazu sagen, auch durch die Anwendung von Agile Care, die müssen wir schnellstens ausleiten und dazu dient sauberes Trinkwasser und dazu dient auch Zeolith, Naturzeolith, 10 Mikrometer von hochwertiger Qualität. Oftmals ist es so, dass wir nur wenige Anwendungen benötigen. Und warum ist das so? Weil wir optimale Bedingungen haben. Das heißt, optimale Bedingungen für die Durchleitung, in Klammern Elektrolyte. Optimale Bedingungen für das Erreichen der Parasiten, also Ruhe. Optimale Bedingungen auch nach der Anwendung, also Entgiftung. Wenn das mal nicht so geht, dann kann man sich vorstellen, dass Wiederholungen notwendig sind. Und Wiederholung heißt nicht am nächsten Tag wieder, nur unbedingt, sondern ich selbst habe am eigenen Leibe das schon festgestellt. Ich habe auch in der vergangenen Woche wieder Anwenderinnen und Anwender gesprochen, die festgestellt haben, wenn sie zu Wiederholungen kommen, ist es viel effektiver. Dann sind die Kopfschmerzen, die lange gequält haben, weg und dann sind andere Dinge auch überwunden, andere Baustellen sozusagen beendet. Das müssen Sie aber selbst ergründen. Und ein Hindernis zu den Wiederholungen besteht in der ersten Zeit. Nämlich in den ersten 5 Tagen bitte ich darum, halten Sie das bitte ein, die Vorgabe, wie sie auch in der Gebrauchsanweisung steht, zur Agile Care, halten Sie es bitte ein, dass Sie nur eine Anwendung am Tag machen. Ab 6. Tag gehe ich davon aus,
dass sie sozusagen die größte Last der Entgiftung, Giftausleiten, Schadstoffausleitung, dass sie das gelöst haben. Und ab 6. Tag, also nach den 5 Tagen, sukzessive können sie sukzessive immer plus eine Anwendung dazu zusätzlich durchführen, ohne sich zu gefährden, ohne unter einer schweren Herxheimer-Reaktion zu leiden. Das bedeutet, ab 6. Tag kann ich, wenn ich das möchte, 2 Anwendungen machen. Ab 7. Tag 3 Anwendungen und so weiter. Und die Wiederholungen haben bei mir auch den Erfolg gebracht, zum Beispiel in Verbindung mit der Makuladegeneration. Ich habe mir das dann auch angewöhnt, dort nicht nur eine Anwendung am Tag zu machen, sondern 3. Und siehe da, ich hatte dann ich habe das schon mehrfach in Workshops hier berichtet, nach 4 Wochen ein wunderbares Ergebnis, nämlich keine Makuladegeneration mehr. Womit ich nicht behauptet habe, dass Aglicare die Ursache ist für die Überwindung meiner Makuladegeneration. Das wäre unwissenschaftlich und nicht statthaft. Aber ich bin froh, dass ich keine Makuladegeneration mehr habe. Ich hoffe, Sie können zwischen den Zeilen lesen. Dann ist es so, dass, wenn es einmal nicht so gut klappt, dass wir wieder erneut Infektionen haben. Und da möchte ich das Beispiel der Trichomonaden herausnehmen. Trichomonaden sind unglaubliche Gauner, also Einzeller, jetzt wissenschaftlich gesprochen, die andere Parasiten auch nach sich ziehen. Trichomonaden, mit denen können wir uns ganz, ganz schnell infizieren. Viele, aber wirklich sehr viele Menschen haben schon Trichomonaden bei der Geburt. Das ist nicht so dramatisch. Dramatisch, wenn das Immunsystem stark genug ist und die sozusagen niederhält. Da brauchen wir nicht mal Aglicare, wenn das so klappt. Aber wenn ich diese Trichomonaden ganz leicht weitergeben kann, zum Beispiel durch ein Küsschen, zum Beispiel durch die Verwendung von Handtüchern oder Austausch von Kleidungsstücken, wenn ich das so leicht weitergeben kann, es ist so, dann bitte ich darum, wenn Sie etwas mit Aglicare, wenn Sie veranlasst sind, mit Aglicare etwas gegen Trichomonaden zu machen, und ich rate Ihnen dazu, dann machen Sie das bitte im ganzen Haushalt mit allen Personen, nicht, dass Sie sich wieder infizieren von einer anderen Person. Und der macht es übrigens gar nichts aus. Dort ist vielleicht mal unterstellt von mir das Immunsystem so stark, dass er das gar nicht weiß, dass er welche hat. Und deshalb unbedingt über die 3, 4, vielleicht 5 Tage Trichomonadenanwendung gilt für alle Personen, die im Haushalt leben. Aglicare ist also eine Möglichkeit, sich vor schädlichen Parasiten zu schützen oder diese schädlichen Parasiten zu eliminieren, den Körper zu befreien davon. Und Aglicare ist also kein Medizinprodukt, denn wir reden ja bei einer Erkrankung, wenn wir das exakt machen, Parasiten bei Lungenentzündung, Parasiten bei Tumoren, Parasiten bei Halsschmerzen, Parasiten bei Kopfschmerzen. Wenn wir nämlich die Parasiten beseitigt haben, dann kümmert sich unser Immunsystem um die Beseitigung der Baustelle der Erkrankung. Das sollte es also von der Darstellung einmal gewesen sein, auf besonderen Wunsch mehrerer Anwenderinnen und Anwender, Teilnehmerinnen und Teilnehmer unseres Workshops, noch einmal die Zusammenhänge erklärt, weitestgehend kurz gefasst. Das ist klar, das ist der Zeit geschuldet. Ja, dann wollte ich nur noch, das gehört jetzt nicht mehr zu diesem Komplex, Strukturanwendung und so weiter des Aglicares, sondern ganz generell möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir erneut wieder sehr, sehr gute Meldungen bekommen haben von Entzündungen. Sie wissen ja, bei Entzündungen, da ist die Anwendung C788 mit dem Quellencode-Index C788, Inflammation General, sehr, sehr gut geeignet. Und ich habe hier nochmal eingeblendet, woran man das auch messen kann, nämlich wenn man den CRP-Wert dann aufnimmt, dann ist das wie in dem Fall, das ist das Beispiel vom vorletzten Mal, was ich gesagt habe. Und ich habe, wie gesagt, erfreulicherweise sehr viele Rückmeldungen bekommen, wo diese Anwendung C788 sehr hilfreich war. Und die Bedeutung der Entzündung kann ich ja gar nicht groß genug schreiben. Die Entzündung ist letzten Endes das, was die letzten Elektronen zwischen den Molekülen stiehlt, es zum Erliegen kommt, der Elektronenaustausch, und dann zum Tod. Das geht über Entzündungen. So, jetzt, ich weiß nicht, ich sehe auf die Uhr, wir haben es schon sagenhaft spät. Ich habe mich also
hoffentlich nicht allzu sehr verplaudert. Wenn ich auf die Teilnehmerzahl sehe, dann freue ich mich, noch niemand ist abgesprungen und ich hoffe, auch niemand ist eingeschlafen. Dann schaue ich jetzt noch einmal auf die Fragen. Wir können es aber auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit so machen, dass ich die Fragen in dem Nachtrag dann beantworte.